Tá no marach, vai ter um funcionário mais dois anos ainda nem tem. Den Weg zum Verderben hinab, eilen die Massen noch heut. Bring ihnen die Botschaft von Gott, dass Jesus von Sünden befreit. Für die Verlorenen zum Herrn, suche sie nahe und fern. Hör ihr Jammern, ihr Schreien, o für die Verlorenen zum Herrn. In Ländern weit über dem Meer viele Verlorene noch sind. Immanuel, Wüste und Stau, auf sie zu erlösen von Sünd. Für die Verlorenen zum Herrn, suche sie nahe und fern. Hör ihr Jammern, ihr Schrein, o für die Verlorenen zum Herrn. O immer zu finden ein Herz, irren vom Heilande fern. So bewährt, bis alle die Ferne von Gott die Kunde von Jesus gehört. Für die Verlorenen zum Herrn, suche sie nahe und fern. Hör ihr Jammern, ihr Schreien, o für Nächstes Mal, vorhin annehmen dich. Vorhin annehmen dich. So. Willst du tun, was du kannst für das Werk des Herrn? Willst du Seelen retten für Gottes Sohn? Und mit Freude und mit Liebe ich ungern die Falle öffnen zu Gottes Gnaden Thron. Für den Herrn, ja, Jesus, leg ich gern nieder, dann auf sein Leben, Leben, Leben für mich, niemals will. Seine göttliche Liebe befreite dich der Vergebung, Freude war dir zuteil. Willst du tun, was du kannst, dass auch andere sich ihm ergeben, aus ihrer Seele heil. Für den Herrn, ja, für Jesus, wirklich gerne. Willst du tun, was du kannst für den Wanderer, der den Weg der Wahrheit schon längst verließ? Willst du strahlen aufs göttliches Licht umher, das ihn heimlässt?
Herz leuchtet ins Paradies. Für den Herrn, ja, für Jesu, bück dich gern hinieder, damit dein Selbst auch für mich leben, für mich hin. Niemals will, niemals werde, werde ich ermüde, bis ich ewig bin, bis ich ewig bei ihm bin. Gören und Marahola, hier eine herzliche Willkommen, wäre ich komme erst in dieser deiner Bestätigung, wo wir all in Naht stellst, ja, nur vorab die Kekte, und ich finde auch erst dort, erst der Tag selber, du gekommen, dort wird auch da und euch viel. Ja, wir sind hier, sind in Schaufjahrs gekommen, dann muss ich ihnen herzlich willkommen, und ich dort bloß meine Gedanken, du immer sagst, wenn die gekommen sind, und die nicht kennen, oder ihre Schwester, oder was immer, dort sind in ihren Städten, dort merkt ihr einen großen Unterschied. Dort kann der ganz annehmen, dass dort er dort gerade Unterschied merken konnte, mit Erfahrungen sein, dass dort. Das sei ein Fan, wenn die anderen Geschwister, wie immer da nur sind, wenn die kommen dort zum Bewiesen, dass sie dort in der Stadt da und dort ihre Verwandte im Dienstgrund für den Herrn, wo du einfach in der beste Arbeit soll sein, wenn wir können für Gott schaffen. Ich habe mir gesagt, was wir finden, einen besseren Wert sehen, wo wir wollen verschaffen als Gott. Denn weil wir nicht Gott sind, deiner sind, und für Gott wir wollen schaffen, eine Gemeinde mit schaffen, dann ist das den ähnlich aus, als wenn wir für Gott schaffen wollen. Wir können dort in der Bibel auch lesen, wenn wir in der Apostelgeschichte lesen wollen, das ist, wo die Gemeinde mal anfangen soll. Und du kannst dort bloß sein, dort erst von einem her so gewahrt, und wir wollten dort auch, dass Gott sie empfohlen soll, dort erst dort wieder zu sein und so wieder rechnen. Solange uns Gott wird genug schenken, soll dort auch so aus dort ran, dort der Amma soll Meier und Meier deiner werden. Einmal dort viel ab eins Haus, die führt an Meier deiner, dann haben wir an Meier deiner nicht gewählt, und dann wo wir als Gemeinde uns einigen, dann haben wir eine Wohl. Und dann traf dort, jemand traf dort dann. Und dort ist, wo er schaffen soll und wo er tät. Und wir fallen einfach, dort ist ganz reich für Gott über so eine weiche Stadt. Wir proben dort so gut zu tun, als wir dort Verständnis verhaben, was die Bibel uns zu lehren hat. Mir hat ein paar Verse zu lesen in der Apostelgeschichte saß. Und du schreibst dort, vielleicht nicht Dollar an für Diakon, ob es was ich das hier von der Amberes handelt, am Diakon und am Prediger. Aber dort ist ein Saal, ja, deins für Gott in eine Gemeinde. Jetzt sag ich dir in, ob dieser Saas falsch ein, jetzt sag ich dir in der aus der Jünger Meier worden, also wie hier noch du, Futz, hier wieder dort am Anfang, du sind der Gemeinde der Haft gewassen, die Jünger sind Meier geworden. Dann sag ich dir dann worden, die griechischen Juden anzufrieden, er war der Hebräische, wie es er wird, früher worden, wie die tägliche Arbeit. Taudeilung, er war sein. So, dort wird ein Problem, dass du nicht nur vielleicht da an die Account geteilt, dass du nicht nur willst, aber dort wir auch die Account-Arbeit und die Predigt-Arbeit, dort ist so ein, so ein Taub gefühlt. Dort ist, wo wir ihn so hier nicht dann sehen, sie würden mal mehr dabei werden. Dann sage ich, du in Vers 2, dann rückten die 12, die gingen ja alle taub in Seeden, also die deuten die Gemeinde taub kreieren. Und dann sehen sie, dort ist nicht reich, dort wie unsere Leute, dort wird die Predigen arm, an die Daschen zu tun. So, du willst knapp arbeiten. Und dann sage ich, dass du willst ihn, Bräuter, Siegmund jüngt sieben abbrechen Männer, also dort handelt sich dann um eine Sohle von sieben Stärk. Sieben abbrechen Männer, die fallen jetzt in Weisheit sind, und wie in wie verantwortlich merken, die wir verantwortlich merken können, dessen Dienst zu tun. So, hier haben sich dort von der am Dreipaar, und du haben sich dort dann am sieben Personen. Du, wenn wir in der Bibel sich kennen, dann du, der dort im Allgemeinen, der dort bloß einmal den Mann, ihre Nummer erwähnt, aber eigentlich nehme an, wenn dort dann befriedet Mann, ihr was,
der er früher sind, mit Angetal bloß, hier war da bloß die Mana im Allgemeinen einmal erwähnt. Dann sage ich dann Vers 5, wie über waren anhaltend beten in das Wort zu predigen. Und er verschlag gefallen an Ola in sie Wilden, Stephanus, einer der Fall Glauben in Helgen Gäswie, und so sind der andere saß, der Nummer ist auch abgenannt. Dala kennt ja immer die Stephanus in Betracht, wenn dort aus der Worte zeigt, wie von den Helgen Gäs. Er fällt in Steu im Glauben, dort aus, was wir gleich vertrieren, was das auch sagen, was wir hier von der bestehen wollen, dort der auch dann Steu im Glauben und Fall von den Gäs. Und wir waren dann so bei einem wahren Mann, er fällt in auch, wo ich uns als Gemeinde einfach mal ein Motor sprechen, weil wir im Gebet angedingt sind, nicht bloß von dir, sondern immer waren, dort deins kann mit Mut getan worden. Wir haben es hier auch gleich so dort getan, für eine Weise, die treten, die wir den Verschlag in der Gemeinde, und die Gemeinde gefallen hat, dort ist, was wir für eine Zeit lang getan haben. Dann sage ich dann, Vers 8, diese Stalden sei der Apostel fair, die beten eben an und lehnen an, die hängen ab. Und das Gotteswort verbreitet sich, so sie deuten einfach die hängen ableihen und über die beten, so als wir dort auch bei der Ansehnung tun. Und dann sage ich dort in Vers 7, und dort Gottes Wort verbreitet sich. Das ist, was das Ziel da ist. Dass wir wollen haben, dass Gottes Wort das soll sich bloß einmal Dollar und einmal Dollar verbreiten. In der Soul von Jena wird in Jerusalem einmal Gerata. Das ist auch, was uns verlangen ist. Wir wollen haben, nicht, dass die Soul hier in dieser Kirche, dass wir diese Seine nicht sehen, dass wir nie sollen in der Wollandische Kirche, so sei er Dollar wissen. Dort ist nicht. Dort ist Gott, wenn er das, aber das Hauptpunkt, was ich du willst anwenden, hat dort Gott seine Gemeinde im Allgemeinen, Wort wissen. Dort das, was wir hier tun, dort kann Teil drehen, nicht bloß für diese Kirche hier, sondern für die ganze Umgebung. Und dann, dort sag ich dir, du kommst dann auch viel Priester zum Glauben. Wie hier und dort hier, ich kann dort hier lesen, dort hat dann Wirkung gegeben in der Umgebung. Du sind eben von den Priestern sind zum Glauben gekommen, wo du vorher nicht Jesus kann leiden. Weil wir uns hauptnehmen zum Beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir kommen hier vor dir und wir sagen, wir danken dir, dass du bist, dass wir hier in der Gemeinde haben, hier in Neuwolanda. Wir danken dir, dass wir diesen Schritt merken, dass wir können unsere deiner Soul Gerata merken. Dort wie Maya in Gratra Kronz, in deiner Kronz sind, dort wie Maya kann bescheiden, du so. Wie freuen an deine Lehrung, durch diesen Tag, durch diese Stunde, was wir hier zur Bestätigung geplant haben. Wir beten, dass du, was Sprecher Jack, dich bisern, dort heute, was die Botschaft kann so bringen, aus die dort gleich was gesagt haben. Und uns das Tor hier, dort wie dort wollen hören und annehmen, so aus die dort sein, das. Herr Jesus, wir freuen an deine Führung. Wir beten, dass du wirst für diese drei paar Geschwister sein, dass du einfach Mut und Kraft geben wirst, in deins Namen gehen, was immer du wirst verkommen. Wir haben dort in der Bibel, ja, wie dort sein, dass du dort von Furz an aus du bist, ab ihr gekommen und abgestohlen bist. Und hast du die Gemeinde, du so mein Furz angefangen und dort ist, was von denen haben wir am Rahmen ist. Du sind auch viel Tiden gewahrt, was das hat wohl verstehen, aber den Wort sagen, so dass das keinmal versteht worden, solange aus Himmel und Erde worden sind, solange aus dort was normal, dass das weichgehend, was das immer du sind. Und du dank wie die Fähr und wie Frauen nun wieder an deine Kraft, dass wir wollen können ein Licht sein für diese Umgebung, dass wir wollen können wirklich für die du sein und dort konnte die Gemeinde zum Segen sein und dass du kannst verherrlicht worden durch alles. Dort ist ans Gebet ganz das Höchste, dort du machst verherrlicht worden, wird immer wieder down. Und ja, von Kraft wieder dort alle Teich zu führen, so aus. Die dort, als wir dort geplant haben, wie vertrauen, dass das Kreis dienen war und das dort, als wir dort geplant haben. In den Namen, Herr Jesus. Amen. So, wir hören einmal ein Leiter, ein paar Leute, ich weiß nicht ganz genau, ob von Gemeindekur, was immer sie sich gerade gemerkt haben. Und du hängst. Oh, Entschuldigung, ich habe euch verstanden. Ja, weil erst die Botschaft, und dann hängt die Botschaft, dann die Gemeindekur, und dann wird die Bestätigung dann sein.
Ich freue mich Ihnen herzlich zu begrüßen hier von der und dessen Numerach für diese Bestätigung. Das merkt einem danach, war ein Trägdenken aus wie so weit wir, dass wir bestätigt worden, das sind ja Messkrieg auf für Träg. Und irgendwo, der hat einem sein Start, sein Ereignis, das einem noch war ganz abfraschen, wenn ich gerade so auch gleich wirklich behalten habe. Was dann ist gesagt worden? Bei mir freut es, dass Titland 3 Mal hat ans Lehrer. Dann hat er überregt, er mir die Botschaft, was er angebracht hat, auf unsere Bestätigung. Und er hat mir gesagt, ich habe die Abwehr, bis nicht wenig weitergearbeitet, was die wir. Aber dann war das Stützchen nicht bekeckt. Und es ist deutlich der vielmals, wenn du irgendwer, zum Beispiel, es hat eine Cast, oder irgendwer, wer sich befriedigt, na, Luther, die. Ich weiß gar nicht mehr, wenig Behalt von der Botschaft. Ich weiß kurz, wie unsere eine Tochter schickt sie mir ein Bild, wo ich auf ihre Kass reden darf. Da luten der dazu, ich sage, das sei was important, oder irgendwo hebe die Hand ab und Müllgraut open. Sag ich, sie wissen, was ich da gesagt habe. Na, ich weiß nicht, was. Und das ist dort erst fertig. So, dann fuhr es weit wie Jens, das wird voll gewesen, sehnsüchtig gewesen. Aber was war da gesagt, Lothar? Und wenn jeder Lothar alle waren für jeden, was ich von dir gesagt habe, dort nehme ich nicht mehr für schlimm auf. Ich glaube, dann sei ich normal. Mir haben gerade von dir einen Aufschnitt bekommen, was Paulus der Timotheus sein soll. Was heißt am besten? Wow, ein Lehren deit, er sei in der Wort abgehoben werden, in 2. Timotheus 2, von 1 bis 8 Tieren, da habe ich verschiedenste Gedanken bei, da werde ich Wortpunkte rücknehmen von der, für diese Botschaft hier. Das jetzt ganz korrekt alle am Prediger, ich habe zum Beispiel hier auch die Account machen können, aber die viele Arbeiten legen sich das doch sehr. Ich habe zum Beispiel die Prediger sind alle verantwortlich für die Verbreitung vom Wort in die Account haben andere abgehoben, nicht so. Ich weiß das noch, als ab dem Wohl, wo wir mal wären, dann war ich ein Diakon in Predje gewählt. Und ich sag, habe ich bei mir voll der Plus, Diakon, von dort mal einmal soll mein Name sein, was du gesagt hast. Das fällt die Plus nicht rein für. Und das käme ich nicht daran, dass wir dann so, dann der Predje ist schwer und den Raubblick wurde ich. Würde ich sagen, die sagten, der dort ist, dort habe ich gefällt. Dort wie mir klar, dass den war ich wir. Aber nicht die Account. Ich freue mich, wenn immer war, kriege ich in unserem Kirche auch. Wenn ich ein Wort, die Account für eine Arbeit haben, und dass die von Horten sind, dann ist der Down. Dort freut man sich, aber sagt selbst, ich habe die Gewinn nicht. So, das bringt dann einmal noch verschiedene Arbeiten, verschiedene Gaufen, was das da brücken wird. Aber zwar viele Dinge können sich leugnen. Ja, ich möchte von dir auch gerade mit der Wichtigkeit durchstellen von der Abgabe in ermutigen die Kraft, in ermutigen die Arbeit mit der Mautenkraft zu tun. Meine Überschrift für diese Botschaft würde ich sagen, der existiert, der Stärker, Flieger, Mitarbeiter. Nur, was nur die biblische Verschriften schafft und predigt. Charles Spurgeon, er ist ein berühmter Schreiber gewesen, ein Evangelist, er hat mal gesagt, es ist das. Er sagt, wir haben manchmal gehört, dass du was Menschen fähig predigt. Oder du warst Predigten gehauen für Versammlungen. Aber er sagt, eine Predigt, einer muss den Menschen nicht verpredigen. Die Predigt soll ganz direkt ohne Lied non gebracht werden, um zu wissen, dass wir hier nicht mit einem Schwert Jerusalem in Lauf rumschlagen dürfen. Das soll gleich um die Wessen non treffen. Nicht, dass wir hier bloß als ein Schauspieler stehen und der wird aufgekickt, was der hier nicht so. So dort wird Spurgeon seine Ansicht vom Predigen. Das soll ganz direkt nur um Tau hier ankommen. Dann sage ich da von Whitefield, ich kann dem nicht, aber von dem, was ihr sagt, dass wenn ich gepredigt habe,
dann haben die Menschen so weit auf, was sie haben können stehen, und bloß nach Abend die Rotz hören können, dann haben sie, dort haben sie gewusst, haben sie gefeilt, der traf ganz krank ernt. Und auch ein anderer, Roland Hill, von dem wird auch vertalt, und da liegt seinen Sinn in die Quack gewasst, er hat sich in keine Ark irgendwo können haben sagen, dass er nicht sich so gefeilt haben, der Rede bloß zu ernt. Und das waren sie da allein in der Kirche wieder. Und ich wünsche auch, dass wir können alle so eine Prediger sein, dass wir nicht boven Eva predigen. Ich weiß, in unserer Dienerschulung auch da haben wir sind gelehrt hat, da wird gesagt, wir sollen nicht so predigen, dass wir boven den Menschen Eva predigen. Dass wir sollen so predigen, dass es zu horten geht. So, wer war mal in diesem Abschnitt, in 2. Timotheus 2, Feierpunkte bekommen. Ein Punkt habe was Moten von der Vermehrerhockel gehabt, und was hier überhaupt eine große Rolle spielt, von sie stark. Ein zweiter Punkt ist, lead mit. Der dritte Punkt, kam fragt. Und der vierte, warn flieht an. Du sagst in 2. Timotheus 2, sagt Paulus, ist das. So sein und stark, mein Sohn, hein, der redete Timotheus. Von der würde vielleicht sein, so sein und stark, Prediger. Durch die Gnade in Christus Jesus. Wir haben die Firmare Huckel den Farsch, die Epheser saß Tien, der würde sagen, seid stark in dem Herrn. Weil das ist hier bloß der einzige Option, was wir hier kennen, und wir können stark sein am Herrn. Du derch. Und in der Macht seiner Stärke, so hat wie Vermehrer in der Pfizer saß, verstehen gelehrt. Und hier sagt Vers 1, durch die Gnade in Christo Jesu. Hast du ein Unentscheid? Na, das ist Gott. Die Gnade Gottes, dort ist einmal die himmlische Kraft. Um vermieten, die Gnade verstehen, dann gleich einmal das Städten anzudenken, dass die Gnade ist die himmlische Kraft, was wir nu groß krieg brücken down, zum dort down, was wir down. Na, Vers 2, und was du von mir, hier sagt Paulus, der Timotheus, was du von mir gehört hast, also Timotheus, der hat viel gelehrt von Paulus, und von der kann nicht so glücklich sein, dass wir groß krieg vielleicht unbedingt von Paulus viel gelehrt haben, aber es war von seinem Brief, von seinem Wort, von der ist einfach das ganze Wort Gottes, von der würde wir sagen, und was du durch das Wort Gottes gehört hast, durch viele Zeugen, also durch viele Botschaften, durch viele Prediger, was immer du erst warst, dort selbst lesen und studieren, das befiehlt treuen Menschen, die da tüchtig sind, auch andere zu lehren. Na, hier geht es von dir ganz besonders um die Anlehrer, die Lehrer, Prediger, was immer. Das soll an trühe Menschen wiedergeregt werden. So, na Menschen, die da antrühe sind mit dem Wort Gottes, na, was wollen wir hier fair mit denen? So, das hilft nicht, wenn die würden antrühe sein und das Wort verfälschen oder irgendwo was, das würde gleich schaffen. Nicht? Das würde bloß nicht reich sein. So, das befiehlt treuen Menschen, die da tüchtig sind, auch andere zu lehren. So, wir erwarten von diesen neuen Predigern hier, dass sie wollen auch andere lehren. So wie Brücken von der Stärke predigst. Vielleicht Dollar aus jemals, wenn von der Social Media ist so ob, wir können uns mehr irgendwo und irgendwo uns predigst anhören, sehr begobene Redner, was deutlich studiert haben und so weiter. Und dann kommt das machen wir darauf an, wenn unsere Predigst tüßen in der Kirche, wenn die nicht das Geld merken, dann mal einmal dann, no, dann ist das eine Kirche boring, das ist langweilig, das hält nicht viel an, den Prediger meint das nicht viel, nicht so. Verschiedene Uträge, die wir kennen hier. Und aber dort, weil wir gleich verstehen, weil wir nicht bloß hier sein, das liegt nur bloß an dem Redner hier fern, aus das nur was ist er nicht. Der Torhörer muss auch reit sein dafür. Und das ist einmal ein Ding, was mir ist wichtig war, wenn ich gebetet habe, eine Botschaft, die ich bringen will, dass Gott auch Wort den Torhörer rein will. Wenn ich weiß, dass das nicht bloß ein einziges Ding ist. So? So, wir brauchen von der Stärke Prediger, aber nicht aus einer Kraft,
dass wir hier lesen, dann seid stark in dem Herrn durch die Gnade, was uns gegeben ist. So, wir brauchen, dass wir stark sind in der Gnade, und dort ist auch wahr, dort, was wir vermehren, holt ihr hier tun, dort wir unsere eine Schwachheit erkennen, und dort Jesus kann und uns stark sein. Nicht mit einmal glauben, nun habe ich taub, nun weit ich als selbst hier. Also, derche Gnade, derche göttliche Kraft, derche dort unverdäumte Geschenk, was Gott uns gegeben hat. So, gehört durch viele Zeugen, dass Paulus geschrieben hat, na, von der würden wir sagen, da wir viel von anderen Predigern lernen, nicht so? Wir haben Dienerschulung, haben wir vor einem Jahr gehabt. Ich würde in den Jahren auch sein, so schön, dass ihr die Gelegenheit handelt, dass wir die durchkennen und teilnehmen. Ich weiß, vielleicht habe ich euch gegeben, dass ihr ein paar Jahre wieder essen, was ihr so weit. Und aber das, ja, das ist ein Part davon, dass nicht alles, was es braucht, zum Gehörer predigen wollen. Aber ich, für mich sei bloß, was das für gerade auch Unterschied zu tun hat, dass ich die Gelegenheit gehabt habe, und ich weiß auch von mir. So stark zu sein im Kampf, das ist, ich weiß, das ist sein, das Predigen sein, dort ist nicht bloß, dass wir das dann gebüht haben, wenn wir einmal bestätigt sind, ich habe den Namen nicht so. Aber mir freut, dass das sehr Erfahrungen gemerkt haben, so für einen ist das auch nicht so ganz, was nicht, wenn sie nun auch einmal die Bestätigung kriegen und da wieder mitschaffen dürfen. So stark zu sein, der ich genug Gottes, es ist bloß dann möglich, wenn diese Kraft, in diese Kraft, die kommt bloß dann zu uns kommen, wenn wir willig sind, von anderen zu lernen. Selbst, macht wir auch, ja, wir machen auch selbst, uns den Engroven, aber wenn wir nicht glauben, ich will bloß ganz selbst, ich will nicht von anderen lernen annehmen, na dann sind wir auch sehr schmal und ans Stich. So, das zweite Ding, was hier sein wird, was ein Prediger brücken wird, das ist, leide mit. Na, leiden? Na, das kriegt was wie nicht gleich, nicht so? Ich weiß, das sind beste Menschen, die kicken das von dir ein bisschen an. Wenn ein Prediger gewählt ist, na ja, dann den habe ich das dann nicht bloß einfach getroffen. Ich weiß, weil wir am Anfang gewählt werden, ich habe einen Freund, der dachte, das liegt ja ziemlich so, ein Predigeramt, da hat er dann bloß nicht später gelegt. Und als er dann antwortet, den Prediger gewählt wird, dann sagt er, lo siento, tut mir leid. Na, ich dachte, woran? Wie nicht tut mir leid, wie in der Ferne steht, wie in der Gaude Arbeit. Aber das war das ist heute noch nicht so. In verschiedensten Evasaten sein für das Ausdruck hier, leider mit, die 2009 Luther Bibel sagt, ertrage alles Leid. So, wenn immer da was kommt, wenn immer da waren für Schwierigkeiten, komm, drehe dort. In auf Spanisch sagt es, sufre trabajos, oder comparte trabajos. Nimm teil an Arbeit. So, die Mitarbeit. So, das ist ein sehr, sehr wichtiges Part von Prediger, dass wir als ein Team taub schaffen dürfen. Dass nicht bloß ich allein in der Gruppe sehe und ich schaffe mein Weg, dass ich glaube, dass da rein ist. Dort habe ich so viel mal gesehen und ich habe gewundert, besonders in ihrer Dienerschaft Trouble, ja, und dort zu sein ist, du hast nicht Teamwork, dann Trouble dort nicht so. Und, ja. Das ist, ich glaube, kriegt der Weg, was du alleine am Dein sein, das kriegt unsere Abgabe, dass wir so eine junge Deiner, was du nie nennen kommen, auch mit dem Team nennen treten down. Dann, wo sollen wir das schaffen? Als ein guter Streiter für Jesus Christus. Gauda Strider, wir sollen für Jesus Christus streiten, für den Endstuhl da. Nicht für uns selbst. Nicht sein, für unsere eine Ehe, nur seine Scheine Predigt zu bringen. Weil es Philippa 2 Feuer sagt und ein jegliche See nicht auf das Seine. Wir sollen nicht für uns streiten, sondern auch auf das, was das andere ist. Wir sollen checken, was sind die Bedürfnisse, was fehlt die Versammlung,
dort, was soll der hier? Ich weiß, ans Lehrer, der hat sich letzte paar Jahre gemacht, dass er wohl sein bisschen so die Timers von den Botschaften, der im Jahr top zu sammeln und um ein klein bisschen Überblick down, kriegt an sich auch von der ganzen Bibel, nicht so? Aber er geht dort mal einmal irgendwo ein bisschen einen Stich wieder, dass er was mitbleiben wird. Aber wenn wir uns nicht Gott sein Wort rechten down, und dann entscheiden, na dann wollen wir all recht top schaffen können. Da wird nicht ein Problem sein. So, der Prediger, der braucht unbedingt die ganze Waffenrüstung. Wenn ein Prediger nicht den Helm des Heils hat, der nicht die Erlösung klar erfahren hat, davon zeugen kann, der hat nicht den Panzer der Gerechtigkeit, den Schild des Glaubens, noch viel weniger das Schwert des Geistes, und schau, dass er bereit ist, eine Verantwortung zu gehen, was wird wir hier mit so einem wählen, nicht so? Was wird einer hier fern wählen? Der dritte Punkt sagt, Kampf reicht. So gut reicht am mit der Predigerarbeit. So, wenn das keine schwere Abgabe sein, vielleicht eine Botschaft reiten mehr, oder irgendwas, wollen wir doch nicht reich mit umgehen, nicht reich mit kämpfen. Dann sagen uns diese Farsi von Feuerbad 7, sagt es dort, kein Kriegsmann flecht sich in Händel der Nahrung. Das ist ein Beispiel gebracht von einem Soldat, der wollte nicht wohl einen Grocery-Stuhl haben, auf das er gefalle dem, der ihn angenommen hat. So ein Soldat, der ist von somebody angestellt an Arbeit. Und wo wir das schaffen, und er will nach seinem einen Grocery-Stuhl haben. Sagt Paulus hier, der Post nicht taub. Und na, meint er dann nur, wenn wir nicht die Predigt gewählt sind, die sollen ihnen natürliche Arbeit dann alle vorn lassen? Na, aber so weit habe ich das noch nicht so gedacht, das dort. Ich weiß, dass mir das ein wunderbares Gefühl geholfen, dass einer dort von unseren Arbeitern antwortet, als der antwortet, dass wir die Predigt gewählt werden. Natürlich dachten so, na, was dann nu? Was das Restaurant dann ganz kaputt geht? Was die alle ab hier? Wo wir unsere Arbeit alle los sind? No. Nu, von der ersten Tag, wir haben das geschaffene Hammer, das Mess auf die Lotte, und ich würde sagen, wir haben das nicht so weit arbeiten, aber wir haben das noch nicht mehr. Und aber doch, wir machen, das kommt manchmal darauf an, dass unsere natürliche Arbeit, die Welt eine Rolle spielen, dass wir zu fallen, nach hier und da, wenn es nur eine Arbeit gefragt wird, vielleicht zum Rüd vor dem Predigen, oder ist es irgendwo in den Rechten, dann spielt die natürliche Arbeit eine Rolle. Wir haben diese Verantwortung, die müssen wir widerstehen. Und wir können den nicht bloß tachloten, und die Leute zu nicht gehen. Ich habe auch nicht so. Also du man im Balance zu finden, ist nicht einmal leicht. Das ist nicht einmal einfach. Und ich sage dir aber in Vers 5, und so jemand auch kämpft, so wird er doch nicht gekrönt, er kämpft für den Recht. So, das wird nicht halten, wie die mit unserer natürlichen Arbeit taub, diese Predigerarbeit taub, da wollen wir mal sein, ein rechter Weg durchzufangen, damit sich dort etwas belohnt worden damit. Dann habe ich das nächste Beispiel hier. Es soll aber der Ackermann, der den Acker baut, die Früchte im Essen genießen. Merke, was ich sage. So ein Vergleicher hat jemanden vor mir. Dort, wenn der Acker, der hat über das Reich sehen, von seinem Acker das erste zu genießen, den geraden Nutzen von der Treue. Der Herr aber wird dir in allen Dingen Verstand geben. Hier ist, wenn wir uns auf das Wort verloren, und nicht auf uns einen Verstand. Gott wird uns alle einen Verstand geben. Wenn wir wollen sehen, wir wollen dann ertragen, wo sollen wir das Ding? Da wird Gott sich bezeugen. Da wird irgendwo wird schaffen. Aber noch viel weniger, ich glaube, da würde uns sehr klar sein, dass wir uns nicht irgendwo würden ein Ding verwickeln, ein Händlerien, besonders vielleicht, wird an dieser Rechtgottesarbeit nicht zu passen da. Eigentlich sind, wird vielleicht sein können, dass wir mit einmal irgendwo vielleicht eine Arbeit haben. Zum Beispiel, zum Leck, ich weiß nicht, von was die in der Arbeit sind. Das kann ich ganz frei reden, aber was mir so sieht. Zum Beispiel, ein Prediger, das ist nur ein Semifahrer, der fährt immer long distance, das messt ja mal durch. Wofür kann der dann durch tun, nicht so?
würde nicht sagen, sein, dass er eine andere Arbeit fängt, dass er kann mehr tun sein und sein Brot verdienen will. Und so gibt es noch ein anderes Ding, was du kann anpassen sein, was nicht so reich zu passen wird mit einem Predigerabend. Nun haben wir hier auch gelesen, dass wir sollen reich kämpfen. Anders war das nicht schaffen, sondern einfach nur Verschriften zu gehen, man, dass wir weiten, wo wir damit umgehen sollen. Weil man sein, kriegst du Geld aus der Farmer von dir, ab dem Stab, wo der Stab bearbeiten sollen, sie besäen den sie wieder, sie werden seine gute Ernte kriegen. Sie machen Kenntnis haben, sie machen mit weit wie die Ehe ist, und sie machen weit, wie viel Wut das braucht und verschiedene andere Dinge, dass sie dann eine gute Ernte drauf kriegen. Kriegst du Geld, braucht das auch, dass ein Prediger nicht weit, woher ich predigen kann. Und ich glaube, dass es viel mal passiert, um eine Angst, na, dann haben wir Prediger gewählt, ja, wir sind, und so wie das dort alle ernst bei der Sache, wir sind gebetsvoll, wir wählen einen Prediger, und na, dann lädt wir den, wenn du dich bestätigt hast, dann lädt wir den dein. So hier habe ich auch gleich anders gemerkt, was mir sehr erreicht ist, dass die alle stellt sich sein, um deins zu wissen, die haben sich geprüft. Und ob es das viel mal gewählt ist, hab noch niemals vielleicht nicht mal irgendwo besonders was getan, was ihm gewählt. So, nun gut predigen. Und dann kam der Ferner per Konzil nach mit seiner ersten Botschaft. Und dann, naja, würde wir sagen, für die erste Botschaft, dass wir sehr gut, weil wir erwarten, die hat nicht sehr viel von denen, nicht so? Der hat sich bastet. Und aber nur some Jahren, da würde vielleicht mal einmal sein, na hier und da, du würdest sich in Stachel haben können verbessern, das soll ein bisschen anders sein. So wie fangen die, und die Schleim deins, dann fangen wir an, mehr zu erwarten von deiner, von den Redner. Die soll sich bessern, nicht? Ja, ein Vorteil davon liegt erst, wenn ein Prediger gewählt wird, und die fangen bloß mal dort unterschaffen, was er haben, was er weit. Die entwickelt sich seine Gaben selbst und die brückt, ja, ist einfach sich selbst und schafft da, nicht so? Aber ein Nachteil kann sein, das kann man einmal auch lang dieren, was er deib gruben kann im Wut. So davon sind immer sehr reich, wenn sie kennen, all vorher irgendwo lernen, der in der Schule haben und so weiter, dass er Host ja bekommt wird mit dem Wut Gottes, das ich schon sehe, von der ersten Tag. Wir können so leicht irgendwo Redner uploaden, es dort und horchen die an, und dass die Tische Prediger durch mal einmal wenig wird sind. Wenn ich an die Bibel gelehrte, denken da verschiedenste, wo einer auch von gelehrt hat, zum Beispiel in den Commentaries des Matthew Henrys und Adam Clark und verschiedene andere Botschaften, wo ich gehorcht habe von Warren Wiersbe, Irvin Luther, Roger Leiby und so verschiedene andere, dann hat man so eine Kon so sehr viel lernen von anderen, was Gott der Bibel schon lehrt, als er gewusst. Und die Voras, ja, wenn er Gott gelehrt hat, das kann sein, was er die bloßen sei ab damit, dass er durch ist, und aber wenn er das demütig reich brücken und wiedergeben, man kann so sehr viel lernen von gelehrten Menschen. Und ja, ich habe bloß gesehen, was so eine Person, die ich jetzt abnahm, die hat den Eindruck, die haben alle eine sehr gute Bibelschule gehabt und so wieder, wo das für brückbare Menschen gewesen sind, wo die so eine Deipe und breite Ansicht haben, um das Wort Gottes erklären. Wenn man sagen, wenn zum Beispiel, ich rede schon jetzt einmal von einem Farmer, wenn ich nicht mal würde wählen, Akren, was ich eigentlich noch niemals ungefähr nicht habe. Ich will mal anfangen zu ackern, so meist kriege ich ohne Kenntnis. Ich will bloß mal anfangen, bitte zu kicken. Na, ich weiß ja, das läufst du wohl nie in John Deere Hand und Tau und fängt die Reutschaft und ich, das bräuchte ein bisschen Land und wahrscheinlich ein Rehner und so eine Dinge ist dort. Und ich will nicht mal anfangen zu ackern. Ich will bloß mal ein bisschen so kicken, was die da und dann will ich da probieren, nur zu tun. Ich glaube, da würde ich meist gut sein, dort ist nicht in Form. Na, was ist das mit dem Prediger? Kriegst du Brück wie auch? Wenn wir
von der der Erfahrung in Rot von älteren Predigers Brockwi. So wie noch heute, das ist ein Annehmlich. So. Das ist mir das ja. Ich habe sehr prüft zu lernen, von der, was für mich war. Und ich wünsche, ich könnte so eine sein, was nur mich kommt, dass ich ein Lehrer sein verehrt. Und dass sie erfolgreich können sein im Reich Gottes. Das letzte Punkt hier, befleißige dich. Vers 15 sagt, befleißige dich, Gott dich zu erzeigen, als einen rechtschaffenen und unsträflichen Arbeiter, der da recht teile das Wort der Wahrheit. Ganz erste, befleißige dich. Ich weiß nicht, wie ihr das geht, wenn ihr die Bibel studiert, aber ich muss sagen, ich habe in der ersten Tage so viel sind, die hier, dass die Prediger sind, die sagen, mich interessiert das Studieren bloß nicht. Da weiß ich immer nicht, woran bist du dann Prediger? Na, ich weiß, wir haben nicht über eure Interessen dabei und vielleicht nicht über eure Wege davon, aber ich glaube, wir sollen in jedem Fall, wenn wir die Abgabe kriegen, haben, dann sollen wir sein und weiter fähig, dort wie die Arbeit tun können. Befleißige dich auf, ob ein Wahrheit oder andere, nicht so? Gott dich zu erzeigen, dass wir uns für Gott wiesen tun, als rechtschaffenen und sträflich, dass wir nicht in Arbeiter sein, was du mal eins fühlst. Ich weiß, da werden wir ein paar Prediger, die haben sich auch unerholen, und das ist einer der Hafse zu holen, dass er nicht so studieren will. No, er sagt, das ist, was ihr dort als sein wird, er sein soll. Und er ruft, er ist ein anderer Tod. Was hast du immer so viel studiert, verheert, für deine Botschaft? Da hat auch mal gesagt, das ist, was ihr dir sein. So, er hat dort einmal, als er damit seine Botschaft für eine Versammlung kommt, dann weiter der Messe, wo er damit will, und Luther fragt den anderen, was schafft er? Oh, sagt er, das ist, was ihr gesagt habt, ich habe so studiert. Ja, wenn wir sind wie rechtschaffen und unsträflich, ich glaube bloß dann, wenn wir uns bastet versiegen, dort meint Gott, dass wir nicht selber am hohen Level anfangen. Nur wir müssen einmal da anfangen, wo wir sind, und mit der Kenntnis, was wir haben. Wie mein Kavigoi. Wenn ich an denken, da 10 Jahre träge, wenn ich nur meine ersten Botschaften bekämpfen, da von da ist, dort, na, mir machen sie, na, was hast du in der Wege da? Weil nicht fahren. Und dazu komme ich immer, dass ich nicht weit von der letzten jüdischen Botschaft, weil ich mir da frisch bekomme, dass mir dort dann Fuß aller frisch und lebendig ist. Manchmal, ich weiß das noch, ja, mir wäre eine wertvolle Botschaft, die ich dir selbst gebracht habe, und aber nun hast du dich neu gekriegt, das fällt sich alles so dort, leblos. Und manchmal, dann braucht es noch eine Zeit, um das frisch wahre Ableben. So, das ist nicht mehr anreich. Glaube ich nicht, wann es dort den Weg schaffen wird. So befleißige dich, Gott dich zu zeigen, als Rechtschaffen. Und Rechtschaffen dort meint redlich, abrechtig, der Pflicht getreu, dass wir unsere Abgabe treu sind und tadellos, dass du nicht wort ein Überbeterin ist. Und dann seht ihr hier, der da teile das Recht, das Wort Gottes, das Wort Gottes reich dollen. So dort meint reich schneiden. Der Reich des Schneiden, Manchmal, dann gleich wie einen Sandwich, dann gleich wie ein Dönerslice haben, du vielleicht ein paar Mal taubgeleicht, ist dort. Nächste Mal, dann gleich wie ein halbsaldicket Kölner Rindswarsch, nicht so? Und dann, ja, der Recht teile das Wort der Wahrheit, das Reich teilen. Und wir wollten, da wollten wir keinmal eine Versammlung sein, wo wir dort vor allem Kraft über rein wollen, haben können treffen. Weißt du, das sind so die gleichen einmal die Dernis-Leises. Eine andere Ware, das ist niemals dick genug. Die gleichen, die fast, die feine, dicke Schneiden, die dafür gebracht wurden. Wir wissen noch, wenn wir dann mit dem Alten Testament checken, das ist die Priester, als sie Opfern deuten. Wie fängt er an, Mosebeke so krank geschrieben, wo sie die Tiere sollen zweischneiden, zum Opfern. Krieg, so und so, jeder steckt dort und dort. Der Recht teile, das ist ein Bild von dem Reich Dölln. Wir haben Kriegverschriften, wo sie das sollen tun, wo sie sollen angehen. Nur von der, na, wenn wir wollen, das Wort Gottes in Reich Dölln, das Reich schneiden, dann, ja, dann müssen wir weiten mit einmal
Dann fehlt noch mal eine Predigt, was da alles bloß malt ist. Und da fehlt noch mal eine Predigt, was eine hordere Speise ist, für die, was der Decke schneiden gleichen. Und eine Predigt kann ich eigentlich beides haben, das kann malt, ich Fleisch beides haben. Und ich glaube, ein Torhörcher sehen Sie das da auch noch, wenn du mal einmal so falsch kommst, dass einmal ein bisschen die Botschaften mit den Dänen schneiden, die wirst du bei den Decke gleichen. Aber das ist eine Drehbotschaft. Das ist ein bisschen eine Drehbotschaft, dann macht der Tau hier manchmal weiter, dass er selbst ein bisschen Tau drängt. So, wenn wir nur bloß einmal Marktpredigten haben, die Leichte, dann kriegt ein Tau hier vielleicht nicht so reich, was verschlagsamt. Dann können sie vielleicht mal einmal denken, na, mal trinken, das könnte ich tun. So der rechte Schneiden sein zu schneiden. Einmal Timer predigten, nächste Mal Tagspredigten, er am Bürgdurch predigen, er hat verschiedene Wege. In eine Botschaft, also eine Multitude, was wieder dann verleihen würden, wenn wir das hier nicht dem Weg von reden tun. Das schmeckt doch scheinbar, wenn der Prediger noch viel weit mit Spices bietet dann. Vielleicht beten die Geschichte, beten Beispiel, irgendwo ein Erlebnis, irgend so ein Ding, das merken die Botschaften manchmal sehr erreckend wertvoll. Und auch, wo der Prediger da auf der Konzel sitzt, das merkt Neuerscheid. Ich weiß nicht, was die würden denken, wenn hier ein Prediger stünd und es stünd hier ein. Ich weiß nicht, was ich Ihnen so von der Kleidung an. Warum sagen Sie, ich stünde hier euch, trotzdem ist es ein Blitz? Was würdet ihr denken? Sie würden reinlaufen? Oder ich stünde hier, ist es ein Doktor? Würden reinlaufen? Na, wir glauben doch nach Messen, ein Prediger soll nach Messen mit so unseren Leuten dafür, nicht so? Unsere Ansichten sind dort noch verschieden. Und auch, wo die Stammton ist, merkt ein Unerschreit, seine Körpersprache, was die hier wiesen, der mit der Hänge und sich nutzen mit Bleitem sei viel wiesen, nicht? Wenn, weiß nicht, was die Damen würden denken, ja? Aber ja, das merkt alle ein Unerscheid, wo der Prediger der Pferde Konzel ist, wo der Gesichtsausdruck ist. Mir fällt sich einmal sagen, mit mir sei eifend und anstrengend, dort eigentlich die ganze Botschaft tiet, eben sei ernstet gesagt, hat dort nach Mondlin mit versiegtes Mal oder irgendwas. Da man einmal dann, like, kommt der Tau hier, dort man einmal harten Dreh für. So, dort alles dreht den Wassertau für die Qualität von der Predigt. Und aber Prediger wollen nicht einmal kennen, allen zufriedenstellen. Das kann es nicht geben, dann Prediger mit einmal nur gehört, die Bütten, die trafen ihm an, die bedankt sich sehr für die Botschaft. Und der nächste Tag war er, sag ich, nur von der hat was noch gekriegt. Der würde eher das gehen, der würde ihm das verachten. Ich weiß, ich habe es nicht belebt, dass nur gehört, dass man einmal dann kommt, wer an und sagt, jetzt sterben wir aber lange nicht, was du gesagt hast. So, der Prediger, der soll beten, dass der Herr dir jetzt im Leben wird. Was ich immer antworte, was er sei tun wird, wird viel wert ist. Wenn ich dann antworte, die beten für den Redner. Und auch, dass ich schon sein soll, dass der Redner betet, dass die Tauhörer waren, vorbereitet waren. Und die Tauhörer selbst, die ist auch wichtig, dass die für den Redner beten dann. Ich wundere mich, wenn irgendwer von den Tauhörern mal eins sagt, von der hat noch sie kriegen. Na, wenn wir dann klingen mit uns würden denken, was sei ein Gebet für den Redner? Oder manchmal, wo ich nicht denken da, warum, ich weiß, wenn wir besonders Ofenversammlungen planen, da in der Stadt, na, da wird sehr abgemuntert, zu beten dafür, ernstlich in der Stadt, na, falls dieser Gott hat wirklich was beschreckt, die Werk. Und aber, soll wir nicht das Jahr durch so übrig sein für die Botschaften um Sonntag, die allgemeinen Botschaften um Sonntag zu beten, für die Redner, aus wie für Obenthalten dann. Die hat mir so, würde das nicht das ganze Jahr das dort sein? Hat mich gewundert. Aber es ist dort ans Gaude Gefall, dass wir das gleichen, auch einmal das Jahr, ein besonders hohes Gefall zu haben, über
special predigten. So ein klein bisschen das Thema hier tippt zu füten, ein starker Prediger, der hier genug Gottes, was er mitleiden kann, also mitschaffen kann, ein Prediger, was er recht kämpft, in immer die Waffenrüstung Gottes trägt, nicht mit dem Schwert in der Luft schlägt, sondern er bringt das Schwert einfach am gewissen Namen von der Torhörcher. Ein Prediger, was sich flieht, anwenden, der das Wort reicht zu teilen, der reicht, dick in den zu schneiden, malt in harte Speise zu teilen. Ein Prediger, was vom Helden Jesus gelehrt ist, in euer Feld ist, in für die Gemeinde bet. Dort sind die Prediger. Ich denke, noch habe ich lange nicht alles gesagt, was wir würden kennen, aber wir wollen, dass hier von der gleich mit der Timer dann abhören ist. Ich frage nur das Hauptneigen zum Gebet. Gereicht davor im Himmel, wir danken dir für das große Werk, was du und deine Kinder getan hast. Wir danken dir für deine Herrlichkeit, die wir steckweise erkennen dürfen und mehr davon lernen wollen. Wir beten, dass die Prediger von dir deutlich erkennen würden, was ihre Abgabe und Arbeit ist. Wir beten, dass die durch deine Gnade stark sein wird. Ja, Feind, Mitglied gehalten, was an Einigkeit und Top-Arbeit an dein Reich schaffen wollen in Bühne. Halt die Prediger, ja, wir brauchen das alle, dass wir weiten, wo wir reich kämpfen dürfen. Willst wir lesen, dass wir bloß dann den Lohn kriegen, wenn wir reich kämpfen wollen. Wir beten von dir besonders für diese Nähe deiner hier, der wird von dir in dein deins Ei sehen worden. Fällend an mit dein Geist, die Arbeit in dein Welt auszurichten. Sehen end mit Gesundheit und Arbeitskraft, was immer sie bedürftig sind. So jaft die Fähigkeit, den Mut und die Kraft, sich anzustrengen, dein Wort reich zu predigen und auszuteilen. Dort in jeder einer aus Recht schaffen, in unsträflich erfunden wird. An seine Arbeit. In Jesu Namen. Amen. Ich war in Chor frei, um abzukommen. Oh.
Gut. Die Stunde ist hier, wo wir wollen dort Fortschritte machen mit dieser Bestätigung. Im Psalm 118, Vers 24, du sagst dort, dies ist der Tag, den der Herr macht. Was sagst du wieder? Wir wollen uns freuen und fröhlich an ihm sein. Nannst du 14 Jahre ohne eine Bitte, und dort würde meine Bitte hier sein. O Herr, hilf, o Herr, lass wohl gelingen. Dort würde auch mein Wunsch sein, dass der Herr wird hier leiden und dass er kann ein Wohlgelingen sein zu der Bestätigung von dieser drei paar Geschwister. In 1. Timotheus 2,3 sagt dort, das Wort ist gewiss wahr, wenn jemand ein Leitungsamt anstrebt, begehrt er eine schöne Aufgabe. So, das sagt hier, das redet hier davon, eine Leitungsabgabe. Und aber auch so dort in der allgemeinen Kronz, er sagt hier so, dort ist eine schöne Abgabe. Oder dort ist eine schöne Arbeit. Und lange habe ich ein bisschen gesprochen mit diesem Vers, und ich habe gewusst, wo meint der Herr das hier? Aber dort ist wirklich, so dort ist eine schöne Arbeit, aber dort darf nicht eine leichte Arbeit sein. Dort kommt zwischen an Sturmsmang, du kommt zwischen an leere Tidenmang, wo dann du irgendwo mal so in der Stadt kommst. Aber der Arbeit für den Herrn, das ist eine schöne Arbeit. Und das ist nicht gesagt, bloß nur kriegt diese drei paar Geschwister nur Deutschland für den Herrn. Wir brauchen auch die, was du so in der Gemeinde sagst, was du Beter sagst, was du auch beten für die Gemeinde, für die Deiner, für die Arbeit im Reich Gottes zu tun. Die brauchen wir auch. Und das ist nicht weniger wichtig als die Arbeiter im Reich. So wir brauchen die Geschwister brauchen wir hier auch in der Gemeinde. Und ich will mich herzlich bedanken für jeden einen, für wer du Gebet hast. Und ich freue mich, dass ihr dort wieder wollen tun. Gut, für die, wer das vielleicht nicht so sehr bekannt ist, wir wollen hier von der drei paar Deinerlied bestätigen. Wir wollen das erste, wer wir ein paar der Diakon bestätigen. Das sind Isaac und Paulina Ernst. Und dann werden wir das zweite, David und Eva Freuse, der Prediger. In Erdi, in Jreuter Peutasch, werden wir auch die Prediger bestätigen. So, wir wollen dort einzeln tun. Wir wollen ein paar ab einem Mund bestätigen. Jeder paar wird ab Port bestätigt worden. Wir wollen anfangen mit Isaac und Paulina Ernst. Sie wollen das erste, die Gelegenheit kriegen, ein Zeugnis zu geben, mitzuteilen, was sie im Wunsch ist, die Arbeit für den Herrn tun. Dann wollen wir ansegnen, und wenn sie euch fertig sind, sie gehen drei in ihren Platz, und dann wollen wir David Freusen zu Predia, und Erdi Patasch auch zu Predia. Gut, wir gehen einmal über zu dieser Bestätigung. Ich würde fragen, ob sie wollen hinabkommen. Isaac, würdest du hier wollen, dein Zeugnis mitgeben, und dann nur dort, würde ich fragen, ob sie hier würden für uns oben bleiben, wo wir für die Bestätigung fertig machen. Bitte komm hinab. Ja, erstens mal würde ich besonderen Dankeschön gleichen mitgeben und all die Dinge, was organisiert sind, was fähiggebracht sind, das Gesang hier und der Rede. Das merkt das wird voll. Gymnasium, du hast eine schöne Zeit gehört. All die Bedeutungen, all die Personen, besondere Dank dafür und auch alle Teilnehmer. Erstens mal ein Vers. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Psalm 86, Vers 11. Dort wird auch 2005 ein besonderer Vers für mich. Kriegst du das von der Ware aus? Dann, wo ich zu tun habe mit meinem Amt hier, wo ich von dem Sinnenleben los will und ich loskomme, wo ich die Los kann aufleihen, du. Ab einmal dachte mir das ab, nu fehlt mir dann von du wieder den Weg zu weiten. Nu fehlt mir, dass ich nicht bloß einmal die Entscheidungen war selbst trafen. Nu fehlt mir, dass ich mich ab Gott verloren war. Und auch in den Zeit, wo ich meine Sinn erkannte und bekannte, du kriegst Vergebung. Du wart den Los einmal wahrgenommen.
Det vis oss, du funk ein nier wach on, und du seine Gott sei dankbar für. Von der aus hat frisch bei einer Entscheidung, bei einer Arbeit, wo ich frisch aufhängig sein von weise mir Herr deinen Weg. Der Herr wird, ich vertrete wird, wiesen, wo der Wach erwartet, wo die Arbeit krank soll gedauert werden. In Ober mit der Unterstattung von Gemeinde. Ich habe vier Wochen in dieser Arbeit, eine Haupt zu sein, eine rechte Entscheidungen zu treffen, um dass Gott das Ganze sehen kann. Und auch einen besonderen Dank, weil ich mitgeben von beiden Seiten Eltern, die von Kotemuk gekommen sind, andere Jäden, Geschwister sind von anderen. Sei Dankeschön für die Anstrengung, hier mitzumachen, hier Geduld zu nehmen, dass das Ganze dort merkt, so ein Unterschied. Ein Schlussfall zu dir, denn ihr seid teuer erkauft, darum so preiset Gott an eurem Leibe und in eurem Geiste, welche sind Gottes. Als nächste noch ein Zeugnis von in der Früh. Der Bibelfers sagt, lobet den Herrn, denn unseren Gott loben, das ist ein köstlich Ding. Solch Lob ist lieblich und schön. Ich bin dankbar für meine Eltern, die ich habe. Sie haben mich von klein an gelehrt, was ich in Arach wird. Aber als ich in die Jugend kam, dann fällt ich dort nicht. Dann fällt ich dort nicht, so sie mir das gelehrt haben. Du fällt ich die schlechte Seele, oder Sünden, kam du nennen. In aber ich kann mich bekehren, als ich 19 Jahre alt war. Dort sind wir dann 16 Jahre von dann. In getauft sind wir in Scheinfeld. Ich freue mich auch besonders für meinen Mann, was Gott mir geschenkt hat, und für die gesehenen Kinder, die wir da haben. Wir sind gesehen mit 5 Kindern. Und das ist auch eine ganz besondere Freude gewesen. In mein Verlangen ist, mein Mann zu unterstützen, in dessen Dienst, wo die Arbeit, die wir gekriegt haben, und für die Gemeinde dort zu sein, zu halten, wo immer ich kann. Bibelfers zu dir, Jesaja 40, Vers 31, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln, wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Dankeschön. Ist der on? Okay. Wann die... Kann ich nicht da? Gut. Aber wie wieder gut, weil ich gerne hier so ein paar Frauen schaue. So, die erste Frau ist und sind bad, die erste drei Frau. Die erste Frau ist, erkannt jeder, dass Globus bekannt ist von unserer Gemeinde aus biblisch und was ist deine Antwort? Ja. Ja. Die zweite Frau ist, seid ihr überzeugt, dass ihr durch den Wirken von dem Heiligen Geist und durch die Wohl von der Gemeinde gewählt worden seid? Was ist deine Antwort? Ja. Ja. Die dritte Frage, die Frage existiert. Sag ich, weil ich den Dienst aus der Krone unternehmen, durch die Gnade Gottes in mein Haupt von dem Heiligen Geist, bin als bereitwillige Arbeiter dem Herrn Hand zu geben. Was ist deine Antwort? Ja. Ja. Die nächste Frage habe ich an die persönlich, wie gesagt, allein. Die Frau fragt, wie sie steht. Hast du nun den Vorstand vorgesagt, die Gemeinde in der Almosepflege zu tun, so ist mit Rot, mit Dut, Reutstuhl, wo du fehlst, in wann gewöhnt wird, und mit dem Wut zu tun, so viel der Herr Kraft und Guten zu geben, der, was hast du in die Hand führt? Ja. Die nächste Frau hat an die Paulina. Was du wahrlich aus einer Trüge Sache
dienen morgen zu sie zu stehen, im Gebet, in Ermutigung, für sie eine große Verantwortung zu mir stärken, den Basket zu tun, ob mit der Familie, Taub und Klorgeblick in die Gemeinde, in der Umgebung zu sein, wird erst deine Unwürd. Ja. Liebe Geschwister, diese Geschwister sind reut und wahrlich in den Diakonamt zu gehen. Sie haben ja gesagt zu dieser Frau, wo wir enthaben, zu der Frau. So zu der Bestätigung würde ich fragen, was die Gänse würden, ob ich neu ist. Und Brother Han und Carney, würde ich jemanden abholen? Diese Arbeit, dass wir ein Licht sind der Gemeinde und wir alle können in Einigkeit der Welt merken, dass uns von dem Bild wurde nur den Bogen gefallen. Jesu Namen. Amen. Auf das Versprechen, was du für Gott und deine diese viele Zeugen der Gemeinde gemacht hast, bestätige ich dir als Diakon der Gemeinde des Herrn. Der Herr sei mit dir und deiner Frau. Sein Segen breite sich über euch wie eine Vorweite aus. Er schenke euch seinen reichen Segen und sei also eine Stärke in eure Trost und euer Leben lang. Schaffet den Witwen und Weisen recht. Auch sonst Armen, Herr, schenkt auch sonst Armen und Bedürftigen von den Almosen der Freiwilligen geben. Gib auch Rat und Trost, wo es daran fehlt. Der Herr schenke euch Weisheit und Verstand, damit ihr den Willen Gottes recht erkennt und danach handeln möget. Ja, er gebe das Gute und Barmherzigkeit euch ein Leben lang von dem Neue und dass durch euch viel Segen in der Gemeinde des Herrn wachsen und blühen möge. Dass der Herr euch dies alles aus Gnaden geben will und auch sein eigenes Gabenamen zu dieser Bestätigung geben kann, ist unser Wunsch und Gebet von ganzem Herzen durch Jürgen Christus. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sein Gebet. Der Herr gebe sein Angesicht über dich. Das Versprechen, was du für Gott und diese viele Zeugen der Gemeinde gemacht hast, deinen Mann treu in seinem Dienst als Diakon zu unterstützen, bestätige ich dich als Diakonfrau, dass du unter der Anleitung von deinem Mann dann auch möchtest die Aufgabe willig sein, aufnehmen und ausführen, nämlich mit Gebet, Rat, ihn zu unterstützen und ihm hilfsbereit zu sein. Dass Christus der Herr seinen Segen dich bedienen will. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse dein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Amen. Stuhl ab, Bruder. Seid willkommen aus Diakon und der ganzen Gemeinschaft. Muss Gott dich segnen. Stuhl ab, Sachsen. Sie welkommen aus der Diakon für die ganze Gemeinschaft. Muss Gott dich segnen. Jeder am Kurzen. Als nächstes wollen wir wieder gehen mit David in Eifer Freus. So, kommt hier ab, bitte. Ich will Ihnen die Gelegenheit geben. Gott, eine Marachola. Ich möchte mich auch bedanken an alle Jahres, aber auch Thys, an die Gemeinde. Für die Gebete, wo die Gebete sind, auch Worden, der Hittit, aber auch besonders von dir. Ich bedanke mich auch an die Älteren, bei den Konten, Geschwister und auch Freunden. So, meine Großmama, ich heute auch hier willkommen, Onkels. Ich möchte ein bisschen vertellen von meinen Erlebnissen, weil ich dem Glauben kam. Das ist 2009 gewesen. Ich wusste, dass wir müssen unsere
Dinge abgelaufen, mir wieder schon abgelehnt, aber ich weiß gar nicht wirklich, was die Bekehrung wird. Ein Tag, ich will mit meinem Leben gewesen, mehr, die schwindsten Sachen, wo ich beim Leben da, Jugendleben, düsteres Leben lebe ich, ein großes Leben. Und wo ich dankbar für sein, für meine Frau, ich kenne glaube ich Frau, sie hat diese Entscheidung, ich merke es auch, ich kann ein Arsch sein, was von Unentscheidet gemerkt hat, wegen sie hat Jesus auch genommen. Und ich war ein gewisses oft, ich kann ein Arsch sein, was sie hat, was mir fehlt da. In ein sowas wegen einer Stuhlbahn, ein Les, fangen 1. Matthäus an. Habe ich bei Matthäus 3 gelesen und dann brüge ich taub. Wo das sagt, Matthäus 3, 10, 11 und 12, der Farsch durch. Muss ich einmal überlesen. Sag hier ist das, der Axt, der Licht, den Bäum und der Wartel in jeder Baum, der nicht gute Frucht trägt, wird aufgehakt und im Vieh geschmähen. Das ging mir so deib, ich wüsste, dass ich wird ein Mensch, wird die Axt zu nehmen und aufzuhaken. Du kriegst mich zu sein. Und sag ich, das, ich deib dich mit Wut, dass die Amtieren über die, wo nur mich kämpft, als stärker als ich, die mag nicht, wird sie die Schulter drehen. Der wird dich mit den Helden jetzt und mit vier deiben. Der hat seine Schmiedschaffel in der Hand und wird die Drasch Florian merken. Und den Bett im Specker bringen, aber das Sprie wird heu im Vier schmieden, dort nicht ausmerken geht. So, ich weiß dort. Ich bin eine Person, die das verdient hat. Ich bin ein Sender, ich fühle mein Loch, wo das alles dieste am Schienen da. Und ich weiß gleich, wohin. Ob ich bin und die Gäste war für mich. So, ich komme durch zum Glauben, ich kriege die wahre Geburt durch, ich kriege das Glor, ich kriege Frieden. Diesen Frieden, was Jesus sagen wird, was die Welt nicht kennt. So, was ich bis heute geben kann, den Jäu für mich durch. Und ich habe ein wundervolles neuen Umfang. Ich bin mutig und ich sehe Gott sehr dankbar, dass ich sie in Sehen schicken darf, von unseren Sinn zu betonen und von der und der nach. Da ich die Zeit, ich habe schöne Tiden gehört. Ich habe Tiden gehört, wo es nicht so leicht ist. Und dann wenn ich dann checken darf, was passiert in meinem Leben. Warum wäre das nicht so schön? Weil ich an, habe die Bibel nicht genug gelesen. Nicht das Schwert euch war. Nicht genug, ich bin die falsch. So mein Verlangen ist, dass ich Gott sein Wort abrechtig rüberbringe, so wie es mein Verständnis schafft, dass ich da predigen. In der Kirche habe ich besonders spüren, wo wir sind im alldeutschen Leben, dass mein Verlangen durch Beruf zu sein, zu predigen, für arm. So, ich möchte hier in Johannes ein paar Verse lesen, Johannes 14, 14. Kapitel, saß hier, du wieder, das sage ich jetzt dort, ich war in Vorderfrau, und er wird einen anderen Tröster geben, der ewig beginnt bleiben wird. Dort ist der Jesus, der Wahrheit ist, den die Welt nicht kriegen kann, weil sie den nicht sieht und nicht kennt. Die aber kann den, weil sie wohnt und jünt und wird mit jünt sein. So, ich will nicht aus Wesen hingehen, ich will drei nur jünt kommen. Du hast auch nicht mehr lang, was die Welt mir nicht mehr sein wird, aber ich will mir sein, weil sie leben, wo ich auch leben. Wenn der Tag kommt, wird jünt dort klar sein, dort ich in mein Führer sie und dort die in mir sind. Und ich in jünt. Wer meine Geboten hat und hält, bewies du mit, dort heu mich Gott ist. Und wer mich Gott ist, dem wird mein Führer Gott sein. Und ich will am Gott sein und mich am Umborn. So, schöne Verhaltung, wo wir können haben, wo wir Gott seine Kinder sind, dort die Jesus bei uns ist, der wird uns leiden in der Wahrheit. Und wir können getrost wieder gehen. So mein Verlangen ist, dass ich mache, das Wort, so gut es Gott mir weiß hat, dass ich die Anleitung von Helden Jess wieder zu bringen. Dankeschön. Gut.
Til det videre forhandling vil jeg kunne ta en par frøer og stål. Det erste drei Frauen, Frau Agünd Bär. Er kennt diese Gemeinde, er bekannt es aus biblischer Ohren. Was ist deine Antwort? Ja. Die zweite Frau, seid ihr überzeugt, dass ihr durch das Wirken von dem Heiligen Geist und durch das Wohl von der Gemeinde zum Predigerdienst berufen worden seid? Was ist deine Antwort? Ja. Ja. Die dritte Frau, Frau Agünd ist das. Sag ihr wahrlich, den Dienst aus Predigerlied abzunehmen und durch die Gnade Gottes und durch die Anleitung vom Heiligen Geist die Friedensbote in die Gemeinde des Herrn zu dienen. Was ist die Antwort? Ja. Die nächste Frau frage ich dir allein, David. Ist das nun dein vorster Vorsatz, die Gemeinde aus Prediger in Hort und Lehrer zu dienen, dort Wort zu predigen, persönliche Arbeit und wo immer dort noch verkommen kann, unternehmen, so viel der Herr Kraft und Gnade dort zu schenken, dort. Was ist die Antwort? Ja. Die nächste Frage an dich einfach. Bist du reuer, aus einer Trühe Saster, deinen Mann zu sie zu tun, im Gebet, in Ermutigung, in seine große Verantwortung zu unterstatten, in dem Bastet zu tun, so viel der Herr Gnade dort zu schenken, dort, um mit der Familie, der Taub, ein klares Licht in der Gemeinde, in der Umgebung zu sein. Was ist deine Antwort? Ja. Liebe Geschwister, sie haben ja gesagt, diese welche Arbeit zu übernehmen, dort wird verspreiden, und so viel aus der Herr Gnade schenkt, wollen sie diese Arbeit übernehmen. Darauf haben wir wie ernt dann bestätigen. Ich würde Frauen es geben und ab Juni Knäuel sluten, und Herrn und Karni würde ich hinabkommen. Leider vor in den Himmel, ich danke dir für das Tag, ich danke dir für deine Gegenwart, ich danke dir für deine Leib, dass du die Gemeinde, die du Kopf hast. Und ich bete auch Gott, wenn wir in dieser Arbeit angehen, ich bete um deine Sehen, um deine Nähe, musst du uns die Anleitung geben, musst du uns dich beisen, und besonders die Kinder, Gott, dass wir endlich wollen, in ihr Loten und das, dass wir wollen, dass alle top getrocknet bleiben, dass wir können im Dienst hier trösen hier und aufrichtig den Wort wiederbringen. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Auf das Versprechen, was du für Gott und diese viele Zeugen der Gemeinde gemacht hast, bestätige ich dir als Prediger, als Diener im Wort, das Wort Gottes unverfälscht zu predigen, den Sündern zu warnen, den Gleichgültigen zu vermahnen, den Schwachen zu ermahnen, den Leidtragenden zu helfen, den Mutlosen zu trösten und was immer dir durch die Anweisung vom Heiligen Geist bewusst wird, zu tun. Möchte der Herr dir Kraft, Weisheit, Rat, Mut und Frömmigkeit zuteil werden lassen, nach dem, was er dir in deiner großen Arbeit befehlen wird. Ja, möchte der Herr sein Segen über dich und deine Frau und die ganze Familie so geben, dass ihr diese Arbeit mit Freuden annehmen und mutig zu tun können, dass der Herr euch dies alles aus Gnaden geben will und auch sein eigenes Ja und Amen zu dieser Bestätigung geben kann, ist unser Wunsch und Gebet von ganzem Herzen durch Jesus Christus. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Auf das Versprechen, was du für Gott und diese viele Zeugen der Gemeinde gemacht hast, deinen Mann treu in seinem Dienst als Prediger zu unterstützen, bestätige ich dich als Prediger froh, dass du unter der Anleitung von deinem Mann dann auch möchtest, die Aufgabe willig sein aufzunehmen und auszuführen, nämlich mit Gebet, Rat ihm zu unterstützen und mit hilfsbereit zu sein. Dass Gott, der Herr, dir wird Mut, Freudigkeit, Rat und Kraft dazu geben, bitten wir von ganzem Herzen durch Jesus Christus. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.
Gut. Als nächstes und letztens habe ich hier Erdi und Jutta Potasch. Bitte kommt hier ab. Ja, gute Nummer. Wir sind ein bisschen gut mit allen. Ich denke, ich bin sehr dankbar für die neue Stätung, besonders die Familie, bei den Eltern in. Die Schwester hat alle gesagt, die kommt von wieder auf, ich bin ein Graufasch. Und für die Unterstützung und für die Gebete, was ich weiß, was sie gebeten haben. Und ja, ich bin Gott dankbar für die Geduld, die so erst mit mir war. Feiert mich bei Kirchendeutern, das sind nun meist 9 Jahre. Und ich bin so dankbar für die Geduld, die so mit mir war. Ich habe das manchmal aufschieben, mit mir ein bisschen zu kriegen. Ich habe eins wieder dankbar zu und ich weiß, du wirst gebeten, du hängst an, ich kann Jesus können durchdringen, mein Herz nehmen, das brüchen. Ich bin so dankbar dafür. Und ich bin auch so dankbar, dass Jesus nur dem Amavara mir geholfen hat, dass ein Vater sein Kind. Ich bin lange nicht einmal dort liegen, was, wo ich soll sein, und du warst als Christ, wo ich weiß, wo ich soll sein. Aber ich bin so dankbar, dass Jesus du hast gewasst und dich nur du. Und ja, mein Verlangen ist nun nicht abzugeben mit Wurzeln, sondern einmal da und wiederkommen in geistlicher Hinsicht haben, in Gott tun, in diesem Dienst, wo er uns zu beraten hat. Klingt mir gut, wo wir, ja, wo wir angefangen haben, uns reuzumachen. Es ist interessant, in 2018, Freitag der Donnerwohl, dann bete ich durch ein Jahr mal Gott merkt uns Freude für die Abgabe, die du von uns hast. Und ich weiß sogar, die Bibel steht, habe ich das Gebet. Und ich lute dann früher mich, woher habe ich das Gebet? Ich weiß gar nicht, dass wir in Tadana gewählt wurden. Aber ich war nicht auch an meine Freude, da habe ich das Gebet. Und ich bin so dankbar, dass die Geist die vier Tafeln an zu besagen, Freude merkt für diesen Dienst. Aber es war nicht nur voll, dass ich würdig sein, das zu tun, oder meine eigene Kraft irgendwas kann tun. Aber Gott ist so gnädig, er hat mich vergeben, er hat mir diese Gelegenheit gegeben. Und ich weiß, ich mich selbst kann ich nicht, dass in Johannes 15,5 sage ich dort, ohne mich kann ich nicht tun, sagt Jesus, du bist dort und mir ist das ganz bewusst. Und mein Verlangen ist, auch nicht dort zu tun mit meiner eigenen Kraft, sondern Gott zu tun, mit der Guten, was er mir gegeben hat, so gut, dass er mir die Kraft geben wird. Und mein Verlangen ist, kriegst du es, dass gemeine gute Leute sehen dort. Da wir mein Gebet sein, dass so ein passende Leute, dass ich ganz clean worden und Gott kann groß worden in mir. So ein passende Leute, ich dachte bisher auch noch so Amen, wenn dort wir kriegen, was mein Verlangen wird, was die Leute sagen dort. Ich höre hier was falsch, kriege in 2. Timotheus 2 auch, was wir hier schon haben in der Botschaft. Kriege, wo du dann sagst, der Herr aber wird dir in allen Dingen Verstand geben, ob das versprechen, weil ich gekommen. Der Herr wird mir, geben Verständnis für die Worte und so weiter. Und auch ob in dem 15er Farsch, du kriegst ein bisschen in den Farsch, wo du sagst, befleißige dich Gott, dich zu erzeigen als einen rechtschaffenen und unsträflichen Arbeiter, der der Recht teile das Wort der Wahrheit. Das ist mein Verlangen. Dort ein Reich, wo das Wort uttollen und unbedingt nicht, dass ich mich irgendwo verdrehen oder irgendwo sagen, irgendwas, wo das nicht stimmt hat. Sondern, dass ich mich würde leiten und von dem Geist zu reden, wo Gott sein Wut dort meint hat und dass ich mich brücken, wo immer ich mich brücken will. Wieder freue ich, dass ihr könnt wieder in die Bitte ans Eindenk sein und noch einmal Dankeschön. Gut, fahr wie wieder gut mit dieser Bestätigung, weil ich ein paar Frauen und Frauen. Die erste 3 Frauen können bär. Er kann die dort Glaubensbekenntnis von unserer Gemeinde aus biblisch an. Was ist die Antwort? Ja. Die 2. Frau, weil ich eine Frau, sage ich überzeugt, durch die Wirkung von dem Heiligen Geist und durch die Wohl von der Gemeinde zum Predigtum beraten worden sind. Was ist die Antwort? Ja. Ja.
Det drære fra og fra kunstens sted, sag i værlig, den døgns og spredjelid opgyntenem, en dækte gnud Gottes, en dækte anlæring vom Heiligen Geist, als Friedensbote in der Gemeinde des Herrn, wird das gynne antwort. Jo. Die nächste Frau, der fragt, die allein Adi, ist dort nun den Vorsatz, die Gemeinde aus Predia hoher in Lehrer zu tun, dort wird zu predigen, persönliche Arbeit und wird immer noch verkommen noch unternehmen, so viel der Herr Graf in Gnu dort zu geben wird. Was ist deine Antwort? Ja. Die nächste Frau hat für Greuther Apport, bist du reut? Aus einer Trühe saß da, den Mond zu sie zu tun, mit Gebet und Ermutigung in seine große Verantwortung zu erstatten, den Basten zu tun, so viel der Herr genug tut zu schenken, um mit der Familie taub ein verlorenes Licht der Gemeinde in der Umgebung zu sein, wo das deine Antwort. Ja. Liebe Geschwister, diese haben bekannt, sie sind wahrlich und reut, im Dienst zu gehen, aus Predigerlied, in dort wird zu verkündigen. So, ich freue mich, es gibt einen guten Durchschnitt, zum den der Bestätigung, und ich würde freuen, dass Bruder Hein und Carnibon hinabkommen. Hans Führer im Himmel, wir danken dir für diese Gelegenheit, wir danken dir für deine große Liebe, was du für uns hast, dass du uns geraten hast, und dass du nun auch gewusst hast, dass uns hier rare Menschen auf dieser Erde, dass wir waren Nächste dort wieder sein. Wir befehlen dir diese Arbeit an, wir freuen uns durch Kraft schenken, wir freuen uns durch Leiten und führen, und uns durch mir und Gräuter dich besen in der Kunst, dass wir waren, unsere Familie reich abtragen und dass wir auch reich verdienen und Licht sein und für dich schaffen. Wir danken dir für diese Gelegenheit, so gehst du zu uns best. Und wir machen die dein, wenn du uns geläuft hast. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen. Auf das Versprechen, was du für Gott und diese viele Zeugen der Gemeinde gemacht hast, bestätige ich dir als Prediger, als ein Diener im Wort, das Wort Gottes unverfälscht zu predigen, den Sündern zu warnen, den Gleichgültigen zu vermahnen, den Schwachen zu ermahnen, den Leidtragenden zu helfen, den Mutlosen zu trösten, und was immer durch die Anweisung vom Heiligen Geist bewusst wird zu tun, möchte der Herr dir Kraft, Weisheit, Rat, Mut und Freudigkeit zuteil werden lassen, nach dem, was er dir deine Arbeit fehlen wird. Ja, möchte der Herr sein Segen über dir und deine Frau und die ganze Familie geben, dass ihr diese Arbeit mit Freuden annehmen und mutig zu tun können, dass der Herr euch dies alles aus Gnaden geben will und auch sein eigenes Ja und Amen zu dieser Bestätigung geben kann, ist unser Wunsch und Gebet von ganzem Herzen durch Jesus Christus. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Auf das Versprechen, was du für Gott und diese viele Zeugen der Gemeinde gemacht hast, deinen Mann treu in seinem Dienst als Prediger zu unterstützen, bestätige ich dich als Predigerfrau, dass du unter die Anleitung von deinem Mann dann auch möchtest, die Aufgabe willig sein aufzunehmen und auszuführen, nämlich mit Gebet, Rat, ihm zu unterstützen und ihm hilfsbereit zu sein, dass Gott, der Herr, dir wird Mut, Freudigkeit, Rat und Kraft dazu geben, beten wir von ganzem Herzen durch Jesus Christus. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Gott, wir freuen uns, dass wir so weit gekommen sind. Ich würde freuen um Entschuldigung für die Fehler, die du dort verstanden hast. Aber Gott wollte, dass ich das gemeint habe. Und aber, ja, das ist
Und ob ihr redet, denkt, als ihr nicht denkt, wir haben das einmal euer getan und deswegen habt ihr das Kraft, eine besondere Kraft, das zu tun. So, ich wünsche, ihr würdet die Fehler immer sein. So, ich würde freuen, dass ihr noch einmal würden abstehen und dann wollen wir aus deiner Porwies noch einmal willkommen halten in unsere Gemeinschaft mit den Haugen. So, die Männer wollen die Männer mit den Haugen geben und hier willkommen in unsere Gemeinschaft und die Frühes wollen die Frühes willkommen halten hier in unsere Gemeinschaft. Bitte. Gott, jeder in der Dulsan. Gott, ich will noch Gelegenheit geben, wie Mama das ordentlich, wenn hier von Sass, wo noch Deiner sind, oder Prediger, Diakon, wie immer. Ich will Ihnen die Gelegenheit geben, vielleicht würde ich wollen einen Zuspruch geben, sein, für, wenn das Partner sind, oder was immer. Ich will die Gelegenheit geben, wie Mama das ordentlich, bitte, wenn ihr das von den Bänken wollen, das soll Gott tun, und wenn ihr wollen hinabkommen, die darf noch gehen, hinabkommen, wer immer das ordentlich darf, hier will ich einen Mutzuspruch geben, oder was immer. Gott, wenn du nicht wärst, ich würde auch freuen, wenn ob eins Älteren oder Geschwister von Ernst sind, wenn die ob eins das Anliegen haben, ich würde ihnen auch die Gelegenheit geben, wenn die würden gleich einen Mutzuspruch geben, falls ihnen frei Älteren oder Geschwister, wer immer, falls ihnen frei gedarven, weil ich ein Betit annehme. Ja, ich glaube, ich habe jetzt alles gehört, was zu fehlen, ne? Aber ich kann nicht weiter sprechen. Dass die Arbeit nicht in selbst, dass Gott immer am Rot fehlen. Er wird nicht in sein, er wird nicht halten. Wir werden für ihn beten. Und ich würde mir weiter sprechen, weil wir für ihn beten, der wir in der Arbeit tun können, dann ist wie ein Bein in der Stadt und Palax. Danke. Dankeschön. Also noch jemand? Wie machen wir das ordentlich? Dankeschön für Mathe. Ist da noch jemand?
Ja, es ist meine Schwester, ein Fährreich für mich, hier zu sein. Eine Schwester, die bei mir ist auch nur ein Hotje was, weil ich in so viel Trupp bestaubt geschafft. So wie am Pferdbild. Und ich soll sich mal befrieden, dass wir für mich was schwören, dass wir kriegst, wenn ich einen Bruder aufgehöfe. Und dann war ich ja, wir haben viele Gemeinschaften, nur dem wird nicht gewohnt, so sah so, wegen so, was ich befrieden, Hormone, und ich freue mich so auf alle. Und die Dinge, die ich eigentlich in der Jumaik habe, wo ich viel schätzen darf, wo uns alle klar ist, wir hatten Sester, also Geschwister, wir sind uns gewohnt und sind uns vielleicht nicht ganz einig. Und ich wollte eine Sache, was mir so sagen bleibt, weil ich gemerkt habe, ich schaffe ein Bett auf, so da der Traktor fahren und ich da rück. Wir haben zwei Traktors. Und dann waren wir uns nochmal aneinig. Aber das Tier bliss, was soll ab einigen Jahren abgewogen, und ich habe einen Ring. Und dann begrüßt er war rennschaftig. Und dort wir eine Gruppe zu hören, eine Läufe. Ja, so gleich nicht, dass das lange so bleibt. Ich glaube, es halt nicht Dinge bauen, wegen, ja, so ich war Jeff Gott. Und da wieder fährt jemand, sei sich wie hier, dann hat sie wieder da einmal so stoppt, dort die gleich lang, dann wir waren ein guter Freund, da schaut sich so viel. Ich freue mich für einen was sie hat, wir haben so ein guter Freund geworden. Nie nicht gewusst, von Gott, wo die geplant haben mit ihrer Familie, nicht? Und ich will Ihnen viel mit dir sprechen, dort von Gott. Kriege ich mit meiner Schwester, dann sage ich sie, er plant es. Dass sie wollen der Retterliebe predigen. Und das ist für mich ein Schatz. Ich habe Luther Tietz so viele gedacht, was er erwartet, dass wir als Christen den Leib rüberbringen, was Jesus wirklich will haben. Er ist wie bloß als Christen neu gewachsen, neu geboren. Er hat wirklich den Leib, was Jesus will haben, was wir dann rüberbringen. So wie ein Schatz, das sagt mir sehr, sie wollen das rüberbringen, was Jesus in den Leib wirklich will. Und abgeben, der ist nicht so leicht. Ich wollte dort, ich nicht nach einem Ding vertrauen, was ich mit Alter habe, viel Schatz. Wir haben Hosen von Naht an. Und ich bin am Sinn, ich habe so leicht abgegeben. Einmal habe ich es hast, ich glaube, viel hast die Hosen. Dann sage ich mir, oh, bitte, ich will nicht mal besorgen. Ich würde alle rein alle geben. Okay, dann direkt gleich lang, nächsten Tag, wie sie sind mit dich. Nächsten Tag, dann sah sie alle an. Dann möchte ich sie viel mehr Dinge. Und dann sag mir, das ist eine Schränke, und dann frage ich mich, dass ich mich ein paar Tage reinhauen will, ich guck. Und wir haben etwas viel Schatz, wir haben sehr viel Taub gesehen, gelacht und Dinge Taub zu tun. Und ich habe sehr viel Schatz mit allen Taub Dinge zu haben. Und ich will Ihnen wirklich mal sprechen, das ist für Jesus. Und wenn die Dinge abkommen, wo einmal halt nicht in Hosen gehen hat, aber andere Menschen, dann strebe wirklich nur, was Jesus für ein Dein. Gracias für meine Familie sein. Dankeschön für das Mittag. Noch jemand? Ich würde noch die Gelegenheit geben von der Tische, Deiner. Ups. Dankeschön für den Mut zur Sprache. Noch jemand? Dankeschön für Mette. Wird von den Tischen danach noch wer sein, was er wird wollen, und Mut zur Sprache geben, oder was immer? Ja, ich freue mich auch für Jünd, alle drei Paar.
Wir haben all dann all stets hier top im Kranz gewesen. Ich habe dort mir auf dort Schönigung, ich freue mich dort auch. Aber es war wie, ich sah noch gleich alt, ich sah noch mal mehr Jahren, aber irgendwo die dort denken, dass der eigentlich nicht ganz stemmt, weil die Menschen nicht alle waren, nicht so. Ich bin mit dich an der Saas, ich kam, das sage ich auch sagen über dem. Wo die bleiben, das weiß ich nicht, aber bald sage ich mir noch. Aber allemals, irgendwo mag ich dort, wo ich sind, ich wo ich auch mal in dort wie ein Simon nicht ganz mitkommen in den Dingen. Aber ich wünsche, wir können uns nur bloß einmal treichtüschen und nicht vor allem holen. Dass wir bloß können üttüschen, wenn die Dinge sehen, wo eins, wo nicht ganz mitkommen mit den anderen. So, ich hoffe, ihr habt Verständnis von einer, wenn wir nicht, ja, das ich sage, nicht ganz mitkommen einmal. Dankeschön und mutig für euch. Noch jemand? Ja, ich freue mich für die Geschwister, die da sind, weil ich in den 90 Jahren, ich glaube, wir haben die beste Zeit noch mit ihnen gehabt, mehr als der andere. Wir haben, ja, Bruder Isaac sogar in der Schule, wo ich auch mit geschaffen habe. So, wir haben uns da ziemlich angelegt mit David Freusen, haben wir können ein Jahr Kinderbibelwerk anleiten, gerade so mit Eri Peters. So, wir haben schöne Zeiten gehabt, wir haben dort schön geschafft. Ein anderes Ding ist, kein Wort Predigt uns angeht. Und wir haben dann durch die Hand gelehrt, denn wenn wir hier was kriegt, so fern schaffen, dann freuen wir uns, dass wir gut ineinander den Link kommen. So haben wir den Herrn verherrlichen in allem, was wir tun, was immer du hast. Also uns drauf selbst können ihr in, ja, abschicken den Herrn und immer weiter kicken, also was Bibelgrund. Wenn er was ist, was Bibelgrund und alles andere, was nicht Bibelgrund ist, da werden wir dann. Du noch checken, dass wir doch so dicht wie in der Bibel die Entscheidungen treffen können, das Wort möglich ist. Und dann werden wir checken, dass wir uns nicht danach wollen, streiten über Dinge, wo die Bibel uns nicht eine ganz klare Antwort übergeben wird, aber dort, wo die Bibel uns klar sein wird, dort auch festhalten. Gottes Segen. Ja, wenn ich hier das hier mitbeleben darf, dann fällt es mir so, dass wir nochmal kriegen, dass wir dort wieder werden. Dass wir diesen Schritt machen und uns handjäuben und uns in diesen 19 Jahren gehen, um für den Herrn dort zu sein. So, dass dann im Messkrieg 7 Jahre, wo wir in 19 Jahren, und falls ich aber noch so erst nochmal geruht, dass wir sind mit ihren Taub in den 19 hier bestätigt worden, aber danach. Es wird aber auch eine Zeit lang vergehen. Aber ja, ich freue mich auch für Ernst. Die Zeit, die wir haben mit Ernst, hat gehört in dem Kranz. Und ich werde mit Ernst auch wieder, also ist der Taub schaffen. In Einigkeit, wir uns wollen verstehen, dass jeden Mann einzumachen, nicht ganz mitkommen, ein oder andere, dass wir uns wollen klar durchstauen und eintischen, dass wir können für den Herrn durch in deinem Sinn. So, ich wünsche Ihnen auch alle drei paar Mut und Freude wieder. Hast du noch wer? Ja, Dankeschön für das Matter, und das ist ein Segen, nicht? Dankeschön für das Matter. Und noch jemand? Na, ich kann mit schon hören, ich kann das mäßig verstehen, wenn sie von dort was sein. Ich dachte, ich würde mit hier gehen, dass sie dort denkt. Verstehen kann, ich will was sein. Ich habe auch verschiedene Dienste in der Gemeinde gehalten. Ich sehe ehrlich, dass jeder Teil das Amt bekleiden soll oder was Arbeit. Was ich geben kann, wenn ich keinen Säulenraden für den Herrn, weil einer hat auch verschiedene Geschäften. Und einer hat vielleicht gemerkt, nachher wird auch. Aber wer wird da wenig abgeben, wer wird da wenig
ganz mal die schönen Herren da sein und dankbar sein. Dankeschön. Dankeschön für das Matter. Gut, wir wollen hier so aufschließen. Du wirst die Lehnheit sein, da nach Luther und Gymnasium, und die waren ja persönlich. Du trafen, die kann du nach dem Mutzuspruch geben. Und ich würde entweder noch einen falschen Matt geben, die Jesu einfach nähen, du sagst dort, nehmt ihn den Kopf, vielleicht vernehmen die das von dir auch nicht so gut, aber nehmt ihn diesen falschen Kopf, wie Jesu einfach auch. Du sagst dort, lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern betrachte es Tag und Nacht, damit du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinem Wege gelingen und du wirst weise handeln. Das ist eine sehr, sehr wundervolle Taufe sei im Versprechen, was wir haben im Wort Gottes. So, nehmt diesen Vers und auch betracht ihn wahrer und wahrer in was der Versprechung du erst das letzte Wort sei. Dann wird es dir auf deinem Wege gelingen und du wirst weise handeln. Das, was du so viel Mut verkam, dass einer die Weisheit, Messkreis nicht hat, zum Weis handeln. Und der Herr versprach uns, wenn wir nicht wollen, Luten, das Bürg von dem Gesetz, doch Luten, dann wollen wir weise handeln können. Wer wir dort in Acht nehmen, wer wir dort bewahren, Gott sein Wort in uns, wer wir dort bewahren. So, wir hören uns nächste in Leute aus Gemeinde, Taub, und nur dort war ich danach dem, mit den Segen entloten. Nummer 350. Vielleicht werden wir mit einem Taub das Gebet beten, nicht? Heiland, führe du dein Kind. Deine Hand ist stark und lind. Führe mich durch Nacht zum Licht und wenn alles wankt und bricht, bleib du meine Zuversicht. Heiland, führe du dein Kind. Deine Hand ist stark und lind. Meine Burg, mein Fels, mein Licht. Jesu, meine Zuversicht. Führe, führe, führe mich durch Nacht zum Licht. Und wenn alles wankt und bricht, bleib du meine Zuversicht. Feind bist du mein Gott, Trost der Sturm bist du mein Tod. Alles, alles bist du mir, Jesu, oh, ich traue dir. Führe, führe, führe mich durch Nacht zum Licht. Wankt und bricht, bleib du meine Zuversicht. Drum, so nimm denn meine Hand, führ mich bis ins Vaterland. Heite Folge, Schritt für Schritt, denn mein Jesus geht ja mit.
Gut, ich würde ihn freuen, ob sie waren die Männer und diese Sie da sind, sie in der ersten Stunde, ganz unter der Stunde, in der Früh sind diese Sie. Und jeder einer, wer hier die Kirche rückt, darf ihnen den Hund und Gottes Segen wünschen, wenn sie dort wollen. So, sie waren da in der Stunde und jeder einer kann da vorbeigehen und diesen Gruß wünschen und den Segen wünschen. So, wir werden uns neigen zu dem Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Wir scheiden im Frieden des Herrn. Wer immer der Welt, der darf noch hier wieder Gemeinschaft pflegen im Gymnasium. So, ich würde freuen, es geht dir, die Stufen gehen.